Welches Glas ist eigentlich einbruchsicher? Genau das erkläre ich euch in diesem Video. Es gibt nämlich 8 unterschiedliche Widerstandsklassen und ein paar davon greifen wir gleich an. Im Prinzip dreht sich alles um die europäische Norm EN356. Hier gibt es 8 Widerstandsklassen. 1 ist die geringste, 8 ist die höchste. Aber Vorsicht, es gibt ein riesen Verwechslungspotenzial, nämlich zwischen der Klasse 5 und 6. Die Widerstandsklassen P1A bis P5A sind durchwurfhemmend. Zeigen wir euch gleich. Auf der anderen Seite, die einbruchhemmenden Widerstandsklassen heißen P6B, P7B und die höchste P8B. Wie sich die verhalten, zeigen wir euch auch gleich. Wir fangen an mit einer P1A-Verglasung, also die geringste Widerstandsklasse. Durchwurfhemmend, ich nehme einen Stein. So, mal schauen, was die Scheibe hier aushält. Und ihr seht, durchwurfhemmend ist sie, der Stein fliegt nicht durch. Aber ob sie einbruchhemmend ist, das sehen wir gleich. So, jetzt schauen wir, ob diese P1A-Scheibe auch einen gewissen Einbruchschutz bietet. Oh. Das ging schnell. Offensichtlich nicht. Großes Loch in der Scheibe. Also, durchwurfhemmend ja, Einbruchschutz Fehlanzeige. Wie wird so eine Scheibe hergestellt? Zeige ich euch. Kommt mal mit. In der Regel bestehen diese durchwurfhemmenden Scheiben aus 2 Glasplatten. Wie verbinde ich die? Mit einer sogenannten PVB-Folie. So sieht die aus. Jetzt schneiden wir die noch schnell auf Maß. Ich nehme dazu hier eine Schere. Und diese PVB-Folie, das steht für Polyvinylbutyral, die wird dann zwischen die beiden Glasscheiben gelegt. Und jetzt kommt dieses Paket in den sogenannten Autoklaven. Dort schmilzt die Folie auf, wird dann auch transparent. Bei P5A-Glas ist die Folie einfach etwas dicker. Ich habe beide für euch mitgebracht. Hier P1A-Glas und hier P5A-Glas. Und wie sich P5A-Glas verhält, das zeige ich euch jetzt. Was glaubt ihr? Wie viele Schläge hält die P5A-Glasscheibe aus? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, nicht allzu viel. Ein Loch ist schnell drin. Und das Loch, das kann ich auch relativ leicht größer machen. Ich zeig's euch mal, ich schlage nochmal drauf. Also, durchwurfhemmend ja, Einbruchschutz nein. Ein paar Mal habe ich draufgeschlagen, großes Loch drin. Wenn man solche Scheiben wie zum Beispiel im grünen Gewölbe in Dresden verbaut, ja, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn Riesendiebstähle passieren. Genauso war es da. Ein paar hundert Millionen Schaden. Die Täter haben die Scheiben eben sehr schnell eingeschlagen. Und davon kann ich euch eine ganze Menge Fälle erzählen. Und wie wird einbruchhemmendes Glas geprüft? Ganz anders, nämlich mit einer Axt. Zunächst wird mit der stumpfen Seite geschlagen, 12 Mal. Danach wird sie gedreht und mit der scharfen Seite geschlagen. Aber in der Norm versucht man, eine Durchstiegsöffnung von 40 x 40 cm herauszuschlagen. Das heißt, man verteilt die Schläge entlang dieser Linie, das heißt auf etwa 1,60 m. Und die Scheibe muss es aushalten, mindestens 30 Schläge oder mehr, bis diese Öffnung rausgeschlagen ist. Dann gibt es das Zertifikat P6B-Glas. Passiert das auch so in der Praxis? Nein. Wir haben über 3000 Angriffe auf Glas gesehen und es hat noch nie jemand versucht, diese Öffnung rauszuschlagen. Täter versuchen gezielt auf eine Stelle zu schlagen und genau das machen wir jetzt. Bitte sehr.
Tja, ist ziemlich schnell gegangen. Das ist konventionelles P6B-Glas. Ich habe euch mal so eine Scheibe mitgebracht. Die besteht aus mehreren Glasplatten, die mit einer Folie verbunden wird. Hier haben wir Silatec-Glas, P6B, das sieht ganz anders aus. Hier sind mehrere hochtransparente Kunststoffe dazwischen. Die Scheibe wollen wir auch gleich angreifen, aber bitte gleich zu zweit. Einer nimmt die stumpfe Seite, einer nimmt die Schneidseite. Haut rein! Was für ein krasser Unterschied. In wenigen Sekunden ein Loch, hier nicht. Beides ist P6B-Glas. Konventionell, das ist Silatec-Glas. Nach Norm haben wir nicht geprüft. Wir haben direkt auf eine Stelle draufgehauen. Hier einmal mit der scharfen Seite und mit der stumpfen Seite gleichzeitig. Hier hat es sich erübrigt, beides zu zeigen, weil eh gleich ein Loch drin war. Das ist, was in der Praxis passiert. So gehen Angreifer vor. Gezielt auf eine Stelle drauf und versuchen, schnell ein Loch reinzuschlagen. Sehr schnell gelungen, hier nicht, gleichzeitig noch dünn und leicht, dadurch lassen sich Türen sehr einfach öffnen. Das grüne Glas hier ist obendrein relativ schwer, lassen sich die Türen entsprechend aufwendiger öffnen. Zu einem vernünftigen Sicherheitskonzept gehört natürlich nicht nur das Glas, sondern auch der Fensterrahmen. Und wenn euch das interessiert, schaut gerne ein anderes Video, das wir zu dem Thema gemacht haben. Den Link setze ich euch hier rein. Wenn euch das gefallen hat und euch mehr zu dem Thema interessiert, abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.